Zu Schloss Einstein bin ich gekommen, indem ich einen Anruf von meiner Agentur bekommen habe. Der Produzent, die Agentin an, die Agentin ruft mich an und fragt mich, ob ich das gerne machen würde. Und ich wollte. Dann bin ich nach Potsdam gefahren damals, auf das Studiogelände, Studio Babelsberg, wo Schloss Einstein Seelitz noch gedreht wurde, und habe dort die erste Staffel gedreht. Hätte ich vielleicht, allerdings gibt es Schloss Einstein ja jetzt erst seit, oder erst ist gut, aber seit 22 Jahren, glaube ich, ungefähr. Und das heißt, da war ich auch schon über 20 und nicht mehr ganz in der Zielgruppe für eine Jugendserie. Deswegen nein, ich habe Schloss Einstein erst kennengelernt, als ich erwachsen war. Also eine Folge, die sehr viel Spaß gemacht hat, ist tatsächlich die Folge, die jetzt genau diese Woche ausgestrahlt wird mit dem Basketballspiel. Ja, zu mir, zu mir, zu mir! Jawohl! Da haben wir sehr viel Spaß gehabt beim Basketballspielen. Natürlich gab es auch andere interessante Folgen. Sehr schön war zum Beispiel auch die Folge, in der meine Tochter vorkommt, die Tochter von Dr. Berger, und meine Frau, in der wir zusammen angeln waren am See. Das war ausgesprochen witzig. Besonders das Fische, den Fisch rausholen und wieder reinschmeißen. Ich hab das! Ja, natürlich haben wir das! Hab mehr gelacht! Ha, hol dir mal den Eimer! Dass sich so ein Riesenfisch in so einem flachen See tummelt. Also, der Laichzeit ziehen manche Fische, sage ich, der Schilfgebiete den tieferen Gewässern bei weitem vor. Ist denn jetzt Laichzeit? Naja, hätte ich ihn sonst fangen können. Ich meine, hätten wir ihn sonst fangen können. Eigentlich ja. Also, ich habe schon in der Grundschule Theater gespielt. Und was haben wir da aufgeführt? Die wilden Kerle haben wir aufgeführt und da habe ich schon Theater gespielt und ich habe Theater gespielt in im Gymnasium natürlich und eigentlich während meiner ganzen Jugend. Ich weiß nicht mehr genau, wann das dann zum Berufswunsch wurde, aber ja, das ging so fließend über und irgendwann habe ich gedacht, das müsste ich eigentlich auch als Beruf machen. Also, ich bin ja eingestiegen als normaler Lehrer sozusagen, noch in Schloss Einstein Seelitz hier in Potsdam und konnte mich deswegen erstmal daran gewöhnen, überhaupt einen Lehrer zu spielen und eine Schule zu arbeiten sozusagen. Und bin ja dann auch als Lehrer noch zu Schloss Einstein Erfurt gegangen und bin dann erst befördert worden in Erfurt zum Direktor. Und klar, als ich Direktor, also als Lehrer war ich ja nicht besonders nett. Ne? Da war ich ja eher so ein ziemlich streng und mitunter sogar ungerecht und unfreundlich. Ich wollte dir nur mein Dreieck geben. Wenn Sie nicht vorbereitet zum Unterricht erscheinen, ist das Ihr Problem. Und als ich dann Direktor wurde, musste ich natürlich die Figur ein bisschen so anpassen, dass der auch mal netter ist, dass der auch mal einen Streit schlichten kann, dass der auch mal jemand, der Sorgen hat oder Nöte, mal trösten kann. Also ich wurde dann ein, ja, die Figur Dr. Berger musste dann mehr können als schimpfen plötzlich. Aber das war schön, weil das war schön zu spielen und schwierig in dem Sinne war das nicht. Tja, also in mir steckt eigentlich eine ganze Menge Berger, glaube ich. Beziehungsweise ist es ja eher umgekehrt. Ich stecke ja eigentlich im Berger. Ne? Und
sowohl, dass ich mal laut werden kann, aber auch, dass ich eigentlich auch ganz nett sein kann. Dass ich mich manchmal auch ein bisschen doof anstelle. All das steckt in der Figur Berger und kommt natürlich von mir. Schon lange kein Karate mehr gemacht, hm? Also wenn ich sozusagen ein echter Lehrer wäre, dann würde ich wahrscheinlich sowas unterrichten wie Kunst oder vielleicht Englischfächer, die ich selber früher gemacht habe. Auf keinen Fall würde ich das unterrichten, was Berger unterrichtet, nämlich Naturwissenschaften. Das war nicht gerade meine Stärke in der Schule als Schüler. Und das ist auch manchmal so, dass das, was ich da im gespielten Unterricht erzähle, ich nochmal ziemlich nachdenken muss, bis ich das auch wirklich verstehe. Weil das, wie gesagt, nicht so mein Ding war. Ja, vielleicht würde ich eine Theatergruppe aufmachen. Und verstehen tue ich mich natürlich mit den Kollegen, die ich jetzt hier habe, die mit allen hervorragend. Die sind wirklich alle super und wir sind jetzt auch schon alle so aneinander gewöhnt, wie ein echtes Kollegium, was seit Jahren zusammenarbeitet. Mein erster Drehtag bei Schloss Einstein war eben auf diesem Studiogelände in Babelsberg. Und damals wurde ja noch so gut wie alles im Studio gedreht. Also es war nicht so, dass wir ein Internat hatten, was wie jetzt irgendwie in einem richtigen Gebäude untergebracht ist, mit Sichtblick nach außen. Sondern das war alles in einem großen Studiogebäude. Das muss man sich vorstellen wie so eine riesige Turnhalle, wo von oben alles voller Lampen hängt. Und dann lässt man immer da, wo man gerade dreht, die Lampen von oben runter, dann wird das beleuchtet. Und dann kamen drei Kameras, die das alles gleichzeitig abgefilmt haben. Und ja, das war schon alles ziemlich neu und ziemlich aufregend. Ich musste mich auch am Anfang erstmal dran gewöhnen, vor so einer Klasse zu stehen, als Lehrer. Ich kannte das ja auch nur aus der anderen Richtung als Schüler. Das war was Neues. Aber es waren damals schon alle sehr nett und es hat von Anfang an Spaß gemacht. Was grundsätzlich sehr schön ist, wenn man so lange so eine Serie macht, ist, dass man alle, die mitarbeiten, gut kennt. Normalerweise, wenn man einen Film dreht, dann komme ich dahin, dann arbeitet, lernt man alle neue kennen. Manche kennt man von anderen Filmen, aber man arbeitet dann so 4 bis 6 Wochen zusammen und dann gehen alle wieder auseinander. Und bei Schloss Einstein ist es so, dass viele von den Beleuchtern, aus der Kameraabteilung, aus der Kostümabteilung, aus der Maskenabteilung, die einen schminken und so weiter, die kennt man alle schon sehr, sehr lange. Und das ist wie so eine Familie. Deswegen ist das da hinzukommen und zu drehen immer, immer sehr nett, ne? Also ein ziemliches Highlight war die Folge, das ist jetzt aber auch schon so 5 Jahre, 4, 5 Jahre her, in der sich Schüler in den Katakomben verirren. Es gibt nämlich in Erfurt so eine Art Hügel und da drin befinden sich so unterirdische Gänge, Stollen. Und da sind die eingedrungen, haben sich verirrt und mussten dann, als sie sich nicht mehr aus, wir sind nicht mehr rausgekommen, musste von Dr. Berger gerettet werden. Und der wurde dann, also ich, von der thüringischen Bergwacht, die kam dann und hat mich durch so ein Loch oben auf diesem Berg abgeseilt, runter in eine Höhle in diesem Berg, in so eine Kuppel quasi, die da drin war. Und dann wurde ich also bestimmt 7, 8 Meter von oben an so einem Seil mit so einem Bergsteigergurt angeschnallt runtergelassen und habe dann von oben gerufen: Hallo, ich rette euch und so weiter. Und das
war sehr aufregend, weil sehr hoch, aber auch cool, weil die Bergwacht war ja da. Die haben das schon professionell gemacht, also ich musste keine Angst haben. Hatte das trotzdem ein bisschen, wenn man so hoch, ne, kennt man das nicht. Aber es war toll, es war super. Das mochte ich sehr gerne. Das war ein echter Spaß. Also ein sehr emotionaler Moment bei dem ganzen Schloss Einstein war eigentlich der Tod von Gerd Schäfer, unserem Pasulke. Das war sehr traurig und er war ja der am längsten dabei war und von Anfang an und war auch für uns neu dazugekommen, so ein bisschen wie so ein Papa in der Serie und wir haben immer gerne zusammen gespielt und wir haben uns viel unterhalten auch, wenn wir zusammen gearbeitet haben, auch abends und so. Und das war eigentlich eine schöne Beziehung, eine schöne Freundschaft. Und als er dann nicht mehr da war, das war traurig und das war sehr emotional und da waren wir alle ganz schön traurig. Schwierig. Ah ja, doch. Also was ziemlich schwierig war, war die Serie, war die Folge, in der wir diesen Karatekampf hatten. Da hatte ja Frau Levin mich herausgefordert, sozusagen Karate zu einem Karatekampf. Also sie hat Karate gekämpft und ich habe Jiu-Jitsu gekämpft, so eine ähnliche. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls mussten wir beide so richtig Kampfkunst lernen. Und ich habe dann auch Unterricht genommen bei einem Kampfkunsttrainer. Das war ziemlich anstrengend, weil ich bin eigentlich ganz gut in Form, aber wenn man irgendwie so was völlig anderes macht, wie Karate, also mir hat alles wehgetan, das war furchtbar. Und dann haben wir mussten wir diesen Kampf machen, ohne uns aber natürlich auch dabei gegenseitig weh zu tun. Also das war so eine richtige Stuntnummer. Und das war nicht so einfach. Vor allem musste man irgendwie das Bein hochheben und so Tritte und so weiter. Und das musste alles echt aussehen. Anstrengend und kompliziert. Und ist aber ganz gut geworden, fand ich. Also das ist mir neu. Also meines Erachtens war Berger, Dr. Berger, von Anfang an Doktor natürlich. Also schon quasi bevor er Lehrer wurde, hat er promoviert und war Doktor. Es ist allerdings so, dass es gerne mal vergessen wird und ich auch ohne Doktortitel angesprochen werde. Was ich nicht sehr schätze und jedes Mal sage, so viel Zeit muss sein. Dr. Berger, bitte. Also für mich war es nicht so eine große Umstellung, weil ich ja sowieso neu war. Also ich hatte eine Staffel gedreht in Seelitz und war da aber gar nicht so viel im Einsatz eigentlich. Und habe dann, als ich umgezogen bin, nach Erfurt zusammen eben mit Gerd Schäfer und Jan Hartmann, der ja auch mitgekommen ist damals noch, das war eigentlich okay. Das war nichts Besonderes, das ist normal im Film, dass man eben mit einem neuen Team zusammenkommt, auch mit neuen Kollegen. Es war eigentlich interessant, weil in Erfurt das neue Einstein, das wurde ja moderner gefilmt, das war ein ganz neuer Look und das war eine andere Art auch, das zu filmen. Also früher wurde das ja in Seelitz noch mit diesen dicken Kameras gedreht, wie man sie so bei der Tagesschau oder so hat, also die auf so einem schweren Stativ stehen, die man nur so vorsichtig im Studio rumfahren kann. Und in Erfurt hatten wir dann eben diese kleinen Kameras, die man auf der Schulter tragen kann oder die man eben auf leichten Stativen fährt oder auf so Wagen. Und dadurch wurde das alles schneller und dynamischer wie ein richtiger Film eigentlich. Und das war interessanter. Und es war auch besser zu spielen, fand ich dann, durch diese neue Art, das aufzuziehen. Insofern war es ein Fortschritt und war toll. Ja, und ich habe mich auch sehr gefreut, übrigens Erfurt kennenzulernen, was eine super Stadt ist.
und mich ein bisschen erinnert an meine Heimatstadt Freiburg, weil es so eine mittelalterliche, schöne, tolle, mittelgroße Stadt ist, mit einem schönen Stadtkern und netten Leuten. Ja, also Erfurt ist eine tolle Gegend, kann ich sehr empfehlen. Ich habe tatsächlich Generationen von Schauspielern, von jungen Schauspielern kommen und gehen sehen. Das waren eigentlich durch die Bank tolle junge Leute, mit denen das immer Spaß gemacht hat. Für manche habe ich übrigens inzwischen schon wieder getroffen bei anderen Fernsehproduktionen, die jetzt tatsächlich Schauspieler geworden sind. Viele sind ja keine Schauspieler geworden. Viele haben was ganz anderes gemacht, die haben da mitgespielt und sind jetzt Immobilienmakler oder, keine Ahnung, arbeiten in völlig anderen Berufen, Zahntechniker, was weiß ich. Aber manche sind tatsächlich bei dem Beruf geblieben. Ja, neulich hat mich zum Beispiel, gehe ich hier in Berlin in die U-Bahn, da tippt mich jemand auf die Schulter, dann steht da so ein großer rothaariger Typ vor mir und sagt, hallo Robert, na, wie geht's dir? Und dann war das unser Max Reschke. Und ich habe ihn natürlich nicht erkannt, weil er war drei Köpfe größer. Also dann, ich musste dann so hingehen, ich dachte, bist du das? Ah. Hallo Herr Berger. Hallo. Ich wollte noch fragen, ob Sie vielleicht noch... Setz dich doch mal hin, Tim. Und tatsächlich, er war es, aber er war doppelt so groß wie früher. Und das war natürlich toll. Also das ist wirklich so, dass die habe ich ja alle, manche habe ich als kleine Jungs noch kennengelernt, kleine Mädchen, und jetzt sind sie erwachsen. Das ist schon toll. Also Berger war am Anfang echt sehr streng. Danke. Jetzt nicht zu lachen. Entschuldigung. Hat sich dann auch immer wieder das eingesehen und sich entschuldigt und so, aber er konnte ganz schön, er war krass, muss man echt sagen. Das hat sich ja dann mit dem Direktor werden, hat sich das verbessert und er wurde dann offener und irgendwie auch mal netter und verständnisvoller und hat ja selber ein Kind und eine Frau und irgendwie und so weiter und so fort. Was ich feststelle ist, glaube ich, also ist glaube ich zumindest, dass es so ist, ist mein Eindruck, dass wenn ich so Jugendliche treffe hier in Berlin, in der Stadt oder so, und die erkennen mich, dass die manchmal ein bisschen vorsichtig sind, weil Berger ja auch nicht so ganz ungefährlich sein kann. Also der kann ja tatsächlich ganz schön, der kann ja streng sein, der kann ja sehr ernst sein. Und was zum Beispiel die Janina Elkin, die Frau Levin spielt, meine Kollegin, mir erzählt hat, dass zu ihr die jungen Leute immer kommen und sagen, hallo und so, Sie sind es ja und so. Und ich merke, dass da bei mir ein bisschen immer so ein bisschen Distanz ist. Und ich glaube, das hat eigentlich mit der Rolle zu tun, die eben auch nicht so auf den ersten Blick so zugänglich ist. Ne? Und dass die Jugendlichen dann, wenn sie mich erkennen oder wenn sie vielleicht ein Foto machen wollen mit mir oder so, oder mich überlegen sollen, ob sie mich ansprechen oder nicht, dass sie dann so ein bisschen zurückhaltend sind, weil sie denken, oh Gott, der ist vielleicht wirklich ein bisschen so wie der Berger auch. Ne? Sie wissen es ja nicht. Also was ich mitnehme, sind viele schöne Freundschaften mit Kollegen, die ich da geschlossen habe, mit denen ich ganz lange zusammengearbeitet habe. Was ich mitnehme, ist diese Figur, Dr. Berger, die mir echt ans Herz gewachsen ist und den ich auch echt mag jetzt und der irgendwie, finde ich, auch einen ganz guten Job gemacht hat, all die Jahre da als Direktor. Er ist da so ein bisschen reingewachsen, aber hat das ganz gut hingekriegt. Und ich habe unheimlich viele tolle junge Leute kennengelernt, muss ich sagen, die mir alles Mögliche erzählt haben von sich und wie sie die Welt sehen und wie sie
wie sie leben und habe mit denen Spaß gehabt und Quatsch gemacht und Blödsinn und zusammengespielt und das nehme ich mit. Ja, das ist eine interessante Frage, weil das hat sich ja so ein bisschen auch im Internet und so, ich denke mal, warum hören sie denn auf und so, und was ist denn los? Und habe ich jemals gesagt, dass ich aufhöre? Eigentlich nicht. Tatsächlich ist es so, Dr. Berger ist befördert und ist jetzt Schulrat. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht mehr vorkommt. Deswegen verweise ich unter anderem auf die in dieser Woche ausgestrahlte, wie ich finde, sehr gelungene Basketballfolge mit meiner Wenigkeit, nicht als Schulleiter, aber als Schulrat. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich auch im nächsten Jahr nochmal für euch in Erscheinung trete. Tja, ein Comeback gibt es ja eigentlich nur, wenn jemand erstmal richtig weg war. Und ich richtig weg, wie gesagt, bin ich ja nicht. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so oft da, weil ich ja kein Direktor bin, aber ich bin noch da. Insofern gibt es kein Comeback, sondern es ist, ich bin da. Und was mache ich danach? Also ich mache das, was ich sowieso schon immer gemacht habe, nämlich natürlich alle möglichen anderen Film- und Fernsehprojekte. So, dann drehe ich jetzt auch gerade einen ganz netten Film fürs Fernsehen und dann wird auch dieses Jahr alles Mögliche noch ausgestrahlt werden, was ich letztes Jahr gedreht habe. Ich drehe ja nicht nur Schloss Einstein, ich drehe alles Mögliche. Ne? Also Serien, Fernsehfilme, Tatorte. Zwei Tatorte kommen dieses Jahr, den ich mitgespielt habe. Das heißt, schaltet ein. Besucht mich auf Facebook, Instagram, da seht ihr die ganzen Termine und da könnt ihr einschalten.